Sie steht durch ihre Position als Verteidigerin etwas im Schatten von Topstars wie Alina Müller, Lara Stalder und Andrea Brändli. Aber selbst wenn man den sehr positiven Kommentar im Schweizer Fernsehen über sie stumm geschaltet hätte, hat sie bei den Olympischen Spielen mit einem bärenstarken Auftritt bei allen auch international Aufsehen erregt. Und derart verteidigt derart routiniert, dass man sie für eine 30-Jährige halten würde. Sie ist aber ganze 10 Jahre jünger. Genug der Einleitung, wir freuen uns sehr, Lara Christen interviewen zu dürfen. Hallo Lara. Hallo. Fangen wir mal mit dem Spiel gerade gegen Deutschland an. Knapp gewonnen, wie fällt so dein Spielfazit aus? Ja, das war das 4. Spiel in dieser Woche. Es war natürlich hart, aber wir haben gut gekämpft und konnten es glücklicherweise auf unsere Seite erzwingen. Und so die Bilanz für das ganze Turnier, wie fällt die aus? Also ein Spiel gewonnen, die anderen verloren, wobei man ja sagen muss, das meine ich jetzt gar nicht zynisch, dass ihr das ja von WM und Olympia in der A-Gruppe gewohnt seid. Also wie bewertest du so das ganze Turnier, so eure Spiele, vielleicht sogar wie eine Spielerin von Spiel zu Spiel denkend? Also fangen wir mit Finnland an. Ja, also wir wussten, dass es nicht einfach wird gegen diese Gegner. Ja, sie kommen immer mit vollem Tempo und überrumpeln uns manchmal. Aber ich glaube, wir konnten uns stetig steigern und ja, am Schluss ist es jetzt noch gut ausgefallen. Hättest du Schweden auch derart stark eingeschätzt? Ja. Also nach der Krise, die so hatten vor ein paar Jahren? Ja, auf jeden Fall. Man merkt, dass sie wieder Aufwind bekommen haben. Und deshalb muss man damit rechnen, dass sie ja, mit hohem Tempo spielen. Ja, dann kommen wir mal von Schweden zu dir und fühlen dir mal so ein bisschen auf den Zahn. Erstmal die erste Frage ist so, wenn man sich bei der Frauen-Nazi als Captain bewerben will, muss man dann Lara heißen, also Stall oder Christen? Oder wie ist das bei dir zustande gekommen, dass du zum Captain geworden ist? Welche Kriterien gibt es da? Nein, das ist sicher nicht das Kriterium. Ja, es war so, dass ich bei Lara Assistent war und dann ist sie leider ausgefallen und dann ja, habe ich den C übernommen. Vom A zum C sozusagen, verstehe. Ja, und gehen wir mal zu den Olympischen Spielen. Da hast du ja das 1-0 geschossen bei dem am Ende tollen Sieg gegen Finnland. Und es gibt ein Zitat aus dem Unteremmentaler von dir. Aber natürlich ist es mega cool, an meinen ersten Olympischen Spielen als Verteidigerin einen Treffer erzielen zu können, was ja sehr offensiv klingt. Siehst du dich denn eher auch als Offensivverteidigerin? Also, oder ist die Präferenz Blue Liner oder Boxplay bei dir? Das ist schwierig zu sagen. Ich mag die Position als Verteidigerin. Ich helfe gerne hinten aus und blocke die Schüsse oder eben auch vorne an der blauen Linie und schieße aufs Tor. Ja, und bei Zürich hast du ja auch aufs Tor geschossen, warst da eben im Sturm aktiv. Es ist ja so, also die meisten wissen wir ja, bei einer Eishockey-Reihe besteht ja bei 5 Spielerinnen aus 3 Stürmerinnen und 2 Verteidigerinnen und die meisten spielen somit im Sturm. Und du ja, wie gesagt, auch in Zürich. Warum bist du denn Verteidigerin geworden? Ist das, hat da auch eine Rolle gespielt, dass dein 4 Jahre älterer Bruder Luca Verteidiger ist? Oder wie ist es dazu gekommen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe schon früh immer zu ihm heraufgeschaut und wollte dasselbe machen wie er. Und deshalb bin ich dann auch Verteidigerin geworden. Und was reizt dich so an der Verteidigerposition? Dass man von hinten das Spiel lesen kann und gute Pässe für einen Angriff spielen kann. Und jetzt bist du ja zu dieser Saison nach mehreren Titeln und Vizetiteln mit den ZSC Lions Frauen von Zürich zurück zum SC Langenthal, also quasi zu deinen Wurzeln gewechselt. Es gibt ja jetzt noch ein Hauptrundenspiel gegen Neuchâtel Hockey Academy. Und wenn Togo gegen Bomo verliert, dann habt ihr die Playoffs ja auch nur um 2 Punkte verpasst. Also doch sehr, sehr knapp am Ende. Und klar, Playoffs wäre natürlich dein Traum gewesen, müssen wir nicht drüber reden. Du bist sicherlich auch enttäuscht, das ist ja auch gut so, damit der Schwung auch für nächste Saison da ist. Kannst du denn trotzdem ein wenig zumindest zufrieden sein, dass ihr es als Aufsteiger also direkt im ersten Anlauf fast in die Playoffs geschafft habt? Und selbst wenn jetzt es anders läuft, dass ihr 5 Punkte weg seid, dann ist das ja immer noch sehr, sehr nah dran. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, als Aufsteiger ist es immer schwierig in einer neuen Liga mit, ja, mit vielen neuen Spielerinnen im Team und da muss man sich zuerst finden und ich denke, wir können zufrieden sein mit dem, was wir gemacht haben. Und wie siehst du so die weitere Perspektive für Langenthal in der Liga? Ja, ich denke, dass wir uns stetig verbessern können. Wir haben immer noch viel Potenzial und können vorwärts kommen damit. Und nochmal zurück zu Olympia. Waren die Olympischen Spiele das bisherige Turnier deines Lebens für dich? Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ich denke, Olympische Spiele sind etwas Unglaubliches, was man nie vergessen wird. Und ja, deshalb würde ich sagen, das ist mein Turnier, ja.
Ja, und da du ja erst 20 bist, also so schließt sich der Kreis, auch wünschen wir natürlich noch weitere Turniere deines Lebens und unglaubliche und unglaublich schöne Momente und hoffen, dass wir uns noch oft über deine sehr routinierte und abgezockte Defensivarbeit freuen können. Vielen Dank, Lara Christen, Frauennazi und SC Langenthal. Danke vielmals.